Nicht viel los hier. Seit Turnbull es sich vor 6 Monaten hier gemütlich gemacht hat, sind die meisten geflohen oder arbeiten in der Mine. Mine? Was für eine Mine? Gold? Was weiß ich. In dem Landstrich wird seit einem halben Jahrhundert nicht mehr nach Gold gegraben. Ich hab grad Landstrich gesagt, ich kling doch schon wie ein Cowboy. Irgendwas fördert, der das ihn reich macht. Turnbull gehört doch der Saloon. Und das Hotel und die Wäscherei und das Freudenhaus. Denk nicht mal dran, Mick. Turnbull hat ein Büro über dem Saloon. Und ein Dutzend Männer, die aufpassen, dass ihm niemand zu nahe kommt. Ich weiß, wie wir das ändern können. Mick, spazier doch da mal rein. Ich geb dir auch einen aus. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Du hast da gerade ein Pulverfass reingeschickt. Und wenn Turnbull nicht will, dass sein Saloon in die Luft fliegt, muss er aus seiner Deckung kommen und das regeln. Noch besser wäre es, wenn er einen Streit mit Turnbull anfängt und der hier rauskommt. Amaya, du sorgst dafür, dass Rory seine Colts im Halfter lässt, bis er auf der Straße steht. Da hab ich wohl das kurze Streichholz gezogen. Und? Was sollen wir tun? Ich postiere mich vielleicht da oben mit deinem Gewehr. Kaufst du Tabak? Gummibärchen. Weg mit euren Hüten und den Waffen. Aber wieso denn? Ich dachte, wir spielen böse Cowboys gegen gute Cowboys. Wenn wir wissen wollen, wie Turnbull von einem Viehdieb zum Führer seines eigenen Staates wurde, müssen wir seine Operationsbasis infiltrieren. Und als was? Sind Sie von der Steuerfahndung? Wir prüfen Ihre Bücher und wollen sehen, ob auch alles in Ordnung ist. Wir haben es etwas eilig, daher... Ja, wir nehmen den nächsten Zug nach Washington, D.C. Nun, es gibt keinen Zug nach Washington. Der Gebirgspass ist erst im Frühling überquerbar. Er meint den Maultierzug. Erst neu. Wie wurde ich denn vom Desperado zum Buchhalter? Wenigstens hat Mick seinen Spaß. Wir stecken hier in der langweiligen Recherche fest, während die anderen einen drauf machen. Genau wie damals in der Highschool. Einen kurzen. Machen Sie 2 draus. Gehören Sie zu ihm? Ja, leider. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Laut dieses Berichts häuft Turnbull einen großen Vorrat an Erz in einer Mine in der Umgebung an. Und Sie sind... Ich arbeite für Mr. Turnbull. Und wer sind Sie? Meine Kollegen und ich arbeiten für die Finanzbehörde. Mr. Turnbull kann die Finanzbehörde nicht ausstehen. Nun ja, niemand mag es, Steuern zu bezahlen, aber Sie sind wesentlicher Bestandteil der Regierungsarbeit. Mr. Turnbull kann die Regierung genauso wenig leiden. Versucht er deswegen, seinen eigenen Staat zu gründen? Ach Junge, wieso musstest du das denn jetzt sagen? Jetzt muss ich dich voller Blei pumpen, damit du das anderen gegenüber nicht ausplauderst. Nun mal langsam, Sie schießen doch nicht auf einen unbewaffneten Mann. Das klingt wie ein Dach.